Zwischen traditionellen Einstieg in meine Sendung möchte ich mich zuerst bei euch, liebe Radiofreunde, recht herzlich bedanken. Auf meine Sendung vom 9. August erhielt ich 5 Empfangsberichte aus Russland, Italien, den Niederlanden und Deutschland. Für die Sendung am 13.8. kamen 6 Berichte ebenfalls aus Russland, Italien, den Niederlanden und Deutschland. Besonders gute Empfangsbedingungen waren dann am 21. und 27. August zu verzeichnen. Ich erhielt nicht weniger als 19 bzw. 14 Empfangsberichte aus der Ukraine, Japan, Dänemark, Russland, den Niederlanden, Belarus, Italien, Österreich und allen Teilen Deutschlands. Die Hörer meldeten Empfang von 5x4 bis 55444. Also sehr gute Bedingungen. Die am 9., 21. und 28. August ausgestrahlte 4. Sendung meiner Station hatte somit wenigstens 28 bestätigte Hörer und ich hoffe mal, dass viele weitere zugehört haben, ohne sich zu melden. Schade eigentlich. Eine Empfangsbestätigung von Radio Klein Paris International kann jeder ganz einfach bekommen, der mir einen nachvollziehbaren Empfangsbericht schickt. Dies kann per E-Mail an die Adresse kunos,
www.radiothek@web.de oder per Post an FM Kompakt, CO, Thomas Kirchherr, Belchstraße 11, 74080 Heilbronn, Deutschland erfolgen. Wer eine Antwort per Post möchte, lege bitte mindestens Rückporto für einen Standardbrief bei. Aus dem Ausland bitte mindestens ein Jahr.